Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich einfach ein bisschen mit euch sprechen, was die Unterschiede sind, ja, bei einer Arbeitslinie und bei einer Showlinie, weil die Frage sich auch oft vielen Hundeneulingen stellt, die eine bestimmte Rasse sich anschaffen wollen. Dann sehen sie auf einmal, oh, es gibt eine Arbeitslinie von der Rasse und auch eine Showlinie. Was sind die Unterschiede? Wie unterscheidet sich der Hund jetzt nicht nur von der Optik her, sondern auch vom Charakter? Oder kann ich auch überhaupt einem Hund aus einer Arbeitslinie gerecht werden? Darüber möchte ich einfach heute mit euch reden, weil ich dieses Thema auch ja, ziemlich interessant finde. Was man zum Thema Arbeits- und Showlinie sagen muss, diese Unterscheidungen gibt es wirklich nicht bei jeder Hunderasse. Meistens findet es sich bei beliebten Rassen, die früher aus ja, einem bestimmten Arbeitszweck gezüchtet worden sind, entweder zum Hüten, zum Ziehen, zum Jagen. Und da gibt es dann mittlerweile zwei verschiedene Zuchtrichtungen. Es gibt aber auch Rassen, wo man eine Arbeitslinie und eine Showlinie hat und wo man diese gern miteinander ein bisschen mischt. Also, dass der Hund arbeitstauglich und sozusagen auch mehr so showtauglich aussieht. Das gibt es auch. Bekannteste Rassen, wo die Unterteilung zwischen Arbeits- und Showlinie sind, ist halt meistens Labrador, Border Collie, Australian Shepherd, Husky gibt es auch sehr oft, Golden Retriever, allgemein bei vielen Retriever-Arten, beim deutschen Schäferhund natürlich und beispielsweise auch bei Nero's Rasse, da gibt es auch eine Showlinie und eine Arbeitslinie. Was viele vielleicht brennend interessiert, aus was für einer Linie stammt Nero? Und zwar, Neros Mutter kam aus einer reinen Arbeitslinie. Sie hat auch Arbeitsprüfungen absolviert, also Leistungsprüfungen. Die sind in vielen Leistungslinien Pflicht. Also beispielsweise auch beim Labrador, der muss auch verschiedene Leistungsprüfungen absolvieren, genauso wie beim Schäferhund. Alle die, die aus dem Bereich Arbeitslinie sind, auch Husky und Co. Und Neros Mutter hat wirklich alle Leistungsprüfungen mit einer super Gravur bestanden. Seine Schwester auch, was glaube ich bei euch dann auch in die Richtung geht. Er ist halt mehr Arbeitslinie. Was man allerdings sagen muss, also Neros Papa war auch recht erfolgreich auf Ausstellungen. Der hat zwar auch gearbeitet, er hat auch gezogen im Schlitten gespannt, aber man hat ihm angesehen, das ist mehr so ein Showhund. Deswegen ist Nero mehr auf so einer gemischten Linie. Wobei er natürlich sein Arbeitspotenzial hat, das sehe ich immer wieder bei ihm mit dem Ziehen, Zukundesport. Das macht ihm wahnsinnig Spaß. Da ist er wirklich konsequent und zieht es wirklich durch. Oder auch anhand seiner Wurfschwester, da sieht man das. Die hat auch schon alle drei Leistungsprüfungen mit Bravour absolviert und da merkt man auch, dass da auch wirklich Power ja dahinter steht. So, jetzt kommen wir natürlich zum ersten Thema und das ist natürlich die Optik. Wie unterscheidet sich ein Hund von einer Arbeitslinie zu einer Showlinie? Die meisten Hunde aus der Showlinie, die sind ein bisschen fluffiger, sage ich mal. Die haben meistens ein bisschen mehr Fell, sind bisschen massiver, also beim Labrador sieht man das auch recht stark, finde ich. Man kann auch so sagen, dass sie mehr so dem Rassestandard-Ideal mehr entsprechen. Bei Hunden aus der Arbeitslinie sind, glaube ich, mit die zwei größten Merkmale, dass sie halt nicht so viel Fell haben, dass sie also nicht so flauschig aufgebauscht sind und dass sie einfach vom Körperbau ja windschnittiger sind, nicht so kräftig, sondern eher so eine schlanke, schlaksige Linie haben. Was aber natürlich nicht heißt, dass man Hunde aus einer Arbeitslinie nicht ausstellen kann. Man kann natürlich mit diesen Hunden auch zu einer Ausstellung gehen. Es gibt gerade auch für Hunde aus einer Arbeitslinie eine bestimmte Klasse, wo man diese Hunde ausstellt, weil sie natürlich nicht mit den anderen Hunden aus einer Showlinie vergleichbar ist. Und das ist beispielsweise hier die Arbeitsklasse. Da wird dann nur in dieser Arbeitsklasse nur die Arbeitslinie ausgestellt von den Hunden und da kann es auch ein vorzüglich 1 oder so bekommen. Also da ist es natürlich auch relativ fair. Weil es ist bei den Ausstellungen so, wenn du einen Samoyeden hast, der nicht so viel flauschiges Fell hat oder ja nicht so dieses quadratisch praktisch gut Paket hat, der schneidet halt bei den Richter gewöhnlich schlechter ab als Hunde, die so wirklich schön plüschig aufgebauscht sind. Der persönliche Geschmack ist natürlich individuell, also ich persönlich finde Hunde aus Arbeitslinien schöner als Showlinien, aber das kann jeder für sich entscheiden. Was man fairerweise dazu auch sagen muss, ist, dass halt wirklich übertrieben Showzuchten auch von Richtern gar nicht mehr so gut bewertet werden. Also zu massige Hunde oder so, die bekommen allerdings auch eine schlechte Bewertung, was ich sehr, sehr positiv finde, weil das auch der Rasse nicht so gut tut, wenn man die einfach nur massig, flauschig züchtet und die Hunde dadurch auch entsprechend dann zu leiden haben.
Charakterlich sollen Hunde, die aus einer Showlinie stammen, gemütlicher sein, dass sie sich eher in das Familienleben integrieren können, dass sie ruhiger sind und einfach mit weniger zufrieden sind als Hunde aus einer Arbeitslinie. Das ist oft, aber meistens halt nicht so. Ich finde das halt schwierig, wenn Showlinienzüchter mit solchen Aussagen werben, vor allem wenn es sich um so reine Arbeitsrassen wie beispielsweise Husky oder Border Collie handelt. Ich weiß nicht, wie man da sagen kann, ja, mein Husky, der ist super gemütlich, so, der braucht keine langen Spaziergänge, der kann auch in der Stadtwohnung im 5. Obergeschoss, wo es überhaupt kein Grün gibt, auch glücklich werden, wenn er einmal um den Block läuft. Jetzt einfach mal überspitzt gesagt, so geht es halt nicht. Also ich frage mich da ehrlich, warum sucht man sich eine Rasse aus, die dann aber charakterlich komplett das Gegenteil sein soll, was sie ist? Also da muss ich auch meinen mahnenden Fingern an alle Leute werfen, die sich einen Hund nur aus rein optischen Gründen anschaffen wollen. Bitte macht es nicht. Ein Hund muss wirklich zu eurem Charakter und zu eurer Lebenssituation passen. Und nur wenn ihr einen Husky schön findet, weil er schöne blaue Augen hat, heißt es nicht, dass ihr diesem auch gerecht werden könnt, dass ihr dann mit eurer Entscheidung im Endeffekt glücklich sein werdet. Auch wenn es Showzüchter von Huskies gibt, die ihre Hunde nicht ziehen und arbeiten lassen und die sagen, ja, das kann auch ein super gemütlicher Familienhund werden. Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt auch Huskies aus einer Showlinie, die gemütlicher sind als die anderen, aber es gibt auch das komplette Gegenteil und da sind dann auch die Besitzer recht überfordert. Ein anderer Aspekt, den ich auch kritisch sehe, ist einfach, dass die Reizschwelle bei Hunden aus Showlinien oft, nicht immer, aber einfach geringer ist, weil die Hunde oft einfach nicht lernen, in schwierigen Situationen souverän zu reagieren. Bei Arbeitshunden, die müssen entsprechende Leistung zeigen und da lernen die Hunde einfach, oh, wenn mir eine Situation schwerfällt, wie verhalte ich mich da am besten? Das wird danach auch selektiert. Ich meine jetzt so ein Hund, der absolut keine Leistung bringt, sag ich mal Leistung in Anführungszeichen, oder dann irgendwie charakterlich negativ auffällt, wenn er einfach mit bestimmten Situationen nicht klarkommt, der wird dann halt auch nicht in die Zucht kommen. Bei einer Showzucht kann man das nicht kontrollieren. Es ist eine andere Anstrengung, wenn ich im Ring einmal laufe und ich kann davon auch sprechen. Ich habe mir auch schon ausgestellt, also ich weiß, wie das abläuft, als wenn du wirklich im Sport regelmäßig trainierst und da dann einfach deine Leistungen abliefern musst. Also da kann ich ganz klar sagen, auch aus Erfahrung, auch von Züchterfreunden und so, also souveräner sind die Hunde meistens, die wirklich aus Arbeitslinien und Leistungszucht kommen. Da natürlich aber auch nur, wenn die Hunde dementsprechend ausgelastet sind. Da kommen wir jetzt halt auch gleich zum nächsten Punkt und zwar, kann ich auch einem Hund aus einer Leistungszucht gerecht werden? Ich sag das mal so, wenn du einen Hund dir wirklich nach den Kriterien, die er ausgesucht hast, weil er gut in dein Leben passt. Weil wenn du zum Beispiel den Border Collie holen möchtest, dich auch sehr für Hütesport interessierst und dir das vorstellen kannst, mit dem Hund im Hütebereich aktiv zu werden, dann kann ich auch sagen, hey, da kannst du dir auf jeden Fall auch einen Border Collie aus einer Arbeitslinie holen, der wird bei dir glücklich. Genauso wie bei einem Husky oder einem Samoyeden aus einer Arbeitslinie. Wenn du gerne läufst, dich für Zukunftssport interessierst oder auch für andere sportliche Aktivitäten offen bist und einfach keine Couch-Potato bist, da kannst du auch auf jeden Fall einem Hund aus einer Leistungslinie gerecht werden und der Hund wird einfach auch super ausgeglichen. Arbeitslinie heißt nicht, dass der Hund irgendwie immer unter Dauerstrom oder Dauerspannung steht. Nein, der Hund hat natürlich auch seine Ansprüche, ausgelastet zu werden. Aber wenn diese befriedigt ist, ist er einfach mega ruhig und einfach ein extrem angenehmer Hund zu Hause. Es ist auch generell auch kein Muss, den Hund in dieser Art und Weise auszulasten für das, was er gezüchtet ist. Da kommt es natürlich auch drauf an, woran der Hund auch Spaß hat. Auch ein Labrador aus einer Arbeitslinie oder ein anderer Retriever, der muss nicht unbedingt apportieren, um auch einfach glücklich und ausgeglichen zu sein. Ihr müsst einfach schauen, was dem Hund einfach Spaß macht. Und was ich auch dazu sagen soll, wenn ihr auch euch unbedingt für einen Hund aus einer Showlinie interessiert und euch da einen unbedingt holen wollt, weil er euch optisch einfach mehr anspricht oder ihr die Wahrscheinlichkeit haben wollt, dass er mehr gemütlich ist, wobei ich diese mehr nicht so wirklich glauben kann, weil es hängt wirklich sehr, sehr viel vom Charakter einfach des Hundes ab. Ihr könnt euch natürlich auch einen Hund aus einer Showlinie holen, gar keine Frage, habe ich auch kein Problem damit, nur behaltet wirklich im Hinterkopf, wenn ihr wirklich einen Hund holt, der wirklich früher
nur fürs Arbeiten gezüchtet worden ist. Erwartet da nicht, dass es wirklich eine Couch-Potato ist und verlasst euch nicht auf solche Aussagen. Also da würde ich ernsthaft wirklich in Betracht ziehen, ob die Rasse wirklich das Richtige für euch ist. Wenn ihr aber offen seid, hey, ich will auch ein bisschen ja wandern, aktiv sein mit meinem Hund und auch lange Strecken laufen, da geht es natürlich auch, einen Husky auch aus einer Showlinie zu nehmen. Das ist absolut kein Problem, nur ich wäre halt, wie gesagt, vorsichtig, wenn Züchter sowas versprechen, dass der Hund komplett ruhig ist und überhaupt keinen Anspruch hat und so weiter. Also aus meiner Sicht und Erfahrung klingt das halt wirklich nicht seriös. Viele Hundebesitzer und Züchter sind auch der Meinung, die sich Arbeitslinie und Leistungslinie unabhängig voneinander anschauen, die sind auch oft der Meinung, dass halt charakterlich da auch nicht so die großen Unterschiede sind. Also die meisten Unterschiede sieht man da eher bei der Optik bei den Tieren. Und allgemein am Charakter oder wie hibbelig der Hund ist oder wie hoch sein Anspruch zur Auslastung ist, ist er wirklich meistens wirklich von Tier zu Tier unterschiedlich. Natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund aus einer Leistungslinie mehr braucht als aus einer Showlinie, das ist natürlich ganz klar da. Aber bei einem Hund, der nur aus Arbeitszwecken gezüchtet worden ist, den einfach so darzustellen, oh, ich habe jetzt eine Showlinie von der Rasse, die braucht es komplett nicht, alles, wofür sie eigentlich da ist, der Aussage sehe ich auch relativ kritisch. Also aus meiner Sicht persönlich ist einfach so eine gesunde Mischung ja aus Leistungs- und Showzucht wirklich am schönsten, dass der Hund natürlich noch dem nachkommt, für das, dass der Hund dahingegen ausgepowert wird, für das er auch gezüchtet ist, aber man muss halt auch ehrlich sagen, die meisten Sachen, wofür die Hunde gezüchtet worden sind, kommen heutzutage nicht mehr so zur Geltung. Ich meine, wie viele Huskies werden heute noch aktiv zum Ziehen eingesetzt? Da finde ich es auch vertretbar, wenn man ja das Leistungsziel, also das Leistungspensum, jetzt nicht mega in den Vordergrund bei einer Zucht aufstellt, sondern da eher auf die Gesundheit und auf den Charakter schaut. Weil man muss natürlich auch schauen, wie sieht das natürlich auch in Zukunft für die Rasse aus und wie viele Besitzer finden sich wirklich, die diesen Hunden gerecht werden. Also wirklich eine Arbeitslinie, die nur auf Leistung aus ist, dem sehe ich auch recht kritisch. Oder eben bei den Border Collies, wie viele Hunde werden in Zukunft noch zum Schafehüten verwendet. Das war früher natürlich öfters so, aber das ist natürlich auch mehr am Aussterben, dass halt Hütehunde wie Border Collies auch eingesetzt werden. Da muss man natürlich auch mit der Zeit gehen, auch für diese Rasse und einfach schauen, wie sich das natürlich weiterentwickelt. Und ja, ich finde einfach so eine Mischung aus beiden, eine gute, ist halt meiner Meinung nach mit am gesündesten. Was ist da einfach eure Meinung? Mich würde es interessieren, wenn ihr auch Hunde habt, die aus einer Arbeits- oder Showlinie stammen, würde ich mich auch interessieren, ja, was eure Meinung dazu ist. Bevorzugt ihr lieber eine Showlinie oder eine Arbeitslinie? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und das war's heute einfach mal, ja, ein kleines Video zu diesem Thema. Es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal und ciao!